da ist man doch beide, wenn man nicht so unfähig ist wie ich. Und dann bleibt man 5 Stunden an der Palme hängen. Ich komme nicht mehr weg von der Palme. Alles klar. So, willkommen zum zweiten Part von Diddy Kong Racing und natürlich nehmen wir die mal Dicom. Gehen wir hier der Reihe nach. Und ja, letzten Part. Solltet ihr unbedingt ansehen, da gab es hier den Rage Mode Number 1. Und er challenged uns zu einem Race. Kannst du gerne haben. Hier seht ihr schon die eindeutig bessere Steuerung. Die Kong, mit dem kann ich auch gut umgehen, aber ich mag TikTok trotzdem mehr, aber auch mit Diddy Kong könnte ich fahren. Das wäre auch kein Problem. Mit dem mit Diddy Kong, mit TipTube und mit ich weiß gar nicht wie die Maus heißt. Ich glaube sie heißt Mips. Ich weiß gar nicht, aber wir werden die eh spielen. Und das Eichhörnchen, mit dem kann ich auch glaube ich halbwegs umgehen. Ich glaube das sind die 4 Charaktere, mit denen ich halbwegs fahren kann. Und eben diese Kuh, Banjo, Kroko und der vierte, den kann ich nicht so gut fahren. Take this as a reward. I will see you later. Es gibt dann nämlich jedes Mal, wenn wir die Challenge abgeschlossen haben, einen Ballon, der anscheinend irgendwo hinfliegt, weil er keinen Bock hat auf mich. So. Dann geht's wieder zurück in die erste Welt. Und werden die abschließen. Aber bevor wir die Silver Coin Challenge machen, werden wir uns diesem Battle hier widmen. Deswegen, wo wir im letzten Part den Schlüssel gesammelt haben. Fire Mountain. The first player to hatch 3 eggs will win. Also der erste Spieler, der 3 Eier ausbrütet, gewinnt. Ersten Game Power Start. Dann umdrehen. Und eben bei sich ablegen. Und danach muss man halt von den Gegnern die Eier stehlen. Am besten von Kroko. Weil er mir im letzten Part so am Arsch geht. Ja, alles klar. Nein! Ah! Ich wollte das Item schießen. Und habe vergessen, dass ich, während ich das Ei habe, nicht das Item schießen kann. Weil Ei ablegen und Item schießen dieselbe Taste ist. Ah, belastend. Oh, fast. Wahrscheinlich ist das schon ausgebrütet. Natürlich. Nee. Kroko, du brütest dir kein zweites Ei aus, aber sicher nicht. Dafür lasse ich gern das Ei fallen. Kroko brütet sich sicher kein zweites aus, solange ich noch keins habe. Der Angel hat auch schon eins, aber noch nicht ausgebrütet. Das nehme ich mir natürlich dann gleich. Kroko hat schon wieder eins. Ich hoffe, ich komme da rechtzeitig hin, damit ich ihm stehen kann. Bitte. Oder sehr gut, Mips. Mipsi, oder ich weiß jetzt, wie sie heißt. So, genau, jetzt müsste sie das Ei haben, dann nehme ich es mir gleich. Ich habe nämlich schon 2 Eier ausgebrütet. Da ist mein drittes und sehr gut Banjo. Und Sieg. Alles, wir werden hier mal anfliegen. Dann gibt er uns nämlich das erste TT-Amulett, das erste von 4 TT-Amuletts, was halt, ja, wofür das gut ist, werden wir noch im Laufe des Let's Plays erfahren. Und jetzt gehen wir der Silver Coin Challenge nach. Das heißt, hier im Ancient Lake fangen wir dabei an.
Silver Coin Challenge. Get ready. Go. Oh ja, das war ein Schlag komplett verpassen. So. Hier immer die ganzen Münzen mitnehmen. Ich glaube, da unten ist einer, ja. Nicht mehr hier. Ah, da ist auch einer. Perfekt, gleich in der ersten Runde alle. Das ist in den späteren Welten dann gar nicht mehr möglich, weil sie auf verschiedenen verschiedenen Wegen sind. Aber in der ersten Welt, wenn man einen guten Fahrer hat, so wie Didi eben, dann ist das kein Problem. Wenn man hier sich nicht mit Kroko durchplagen muss. Hier seht ihr schon, kann man perfekt einfach durch. Und ich hätte sogar fast noch den 8. überrundet. Also Conker hier. Ja, komm her, gib mir einen Ballon. Fossil Canyon. Hier geht's, glaube ich, zum Beispiel nicht, außer man dreht halt um und sammelt die andere Coin, aber hier ist das erste Mal auf unterschiedlichen Wegen, wie ihr dann gleich sehen werdet. Den Coin werde ich mir gleich mitnehmen. So. Perfekt. Die schwierigste Coin habe ich. Okay. Die Münze erwischt da das Ding nicht. Oder hier. Und dann kann man da runter. Und dann erwischt man doch beide, wenn man nicht so unfähig ist wie ich. Und dann bleibt man 5 Stunden an der Palme hängen. Ich komme nicht mehr weg von der Palme. Alles klar. Der geilste Bug überhaupt. Aber es ist kein Problem. Das war nicht die letzte Runde. Das hatte ich auch noch nicht, da ich so lange in der Palme stecken blieb. So. Ah, wie ihr seht, bin ich schon wieder Erster. Also überhaupt kein Problem hier. Da-da-da-da. Hier werden wir uns einen blauen Ballon snacken. Nicht wieder in der Palme stecken bleiben. Da ein paar Bananen mitnehmen für die Beschleunigung. Auch. Nehmen wir auch mal ein paar Bananen mit. Da habe ich schon 8 Bananen. Jetzt kann ich die Abkürze auch nehmen. Die sollte man nicht verzichten. Wow. Gott sei Dank kann man hier so mit der Bremse so den Drift ein bisschen abkürzen. Ah, okay. Einmal durch den Baum durchklitschen, haben nichts dagegen. Damit nicht drin stecken bleibe, ja. Jetzt hat man gesehen, was mit der Bombe auf sich hat. Wenn man da reinfährt. So, dann nochmal den Jungle Falls. Jungle Falls. Hinter mir sieht man schon die Coin. Die ist auch ziemlich schwierig zu erreichen. Sehr schön, die Coin gleich erwischt. Ja genau, hier ist eine, wo man einmal durchs Wasser fahren muss und einmal, wo man dann eh oben fahren kann. Naja. Tiger ist mir nicht auf den Nerven. Perfekt. Da fehlen noch 2 Münzen. Und das sind die auf der Brücke. Also mal abbremsen, damit ich die Münzen safe krieg. Perfekt. Ja, den Schuss brauche ich sowieso nicht. Ich hole hier keiner mehr ein. Ich habe einen Fahrer, mit dem ich umgehen kann. Also,
Vor allem irgendwie keine Sorgen machen, dass ich den Gegner einholt. Da ich das Spiel ja halbwegs beherrsche, wenn ich einen Fahrer habe, mit dem ich halbwegs umgehen kann. Da ist das dann nämlich kein Problem für mich. Bam, bam. Wie man hier sieht, habe ich auch etwas Skill in diesem Game, was im ersten Part etwas ja mangelhaft war. Hot Hop Volcano Silver Coin Challenge. Ich glaube, ich habe sogar einen Ballon draußen vergessen im ersten Part. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, ob ich den einen Ballon, der mir gerade eingefallen ist, ob ich den gesammelt habe. Ah, ja, jetzt habe ich die Münze vergessen. Da ist glaube ich auch einer, ja, da darf ich nicht durch. Zwei Münzen habe ich schon verpasst, die muss ich nächste Runde sammeln. Ah, es sollte kein Problem sein. Ist jetzt nicht allzu schwierig. Die Münzen sind auch sehr freundlich, dass ich hier jedes Mal durchfahren darf. Ah, die, genau. Die Münze ist ziemlich fies. Und dann... Okay, einmal anfahren. Dann kann man die Münze etwas leichter holen. Und einmal nur noch ab ins Ziel. Dann nehmen wir Beschleunigung mit. Perfekt. Und einfach nur noch den Kurs abschließen. Ist einfach perfekt. Einfach vom Gas runtergehen und dann erhält den Ultra Boost. Bin ich an der Beschleunigung vorbei. Aber egal, ich bin so weit vorne. Ich überrunde hier glaube ich sogar noch den letzten. Wie sieht das aus? Ja, sogar den vorletzten noch. Hey. Und noch einmal zum Endboss. So, aber jetzt ist er um einiges, um wirklich um einiges schwieriger. Das heißt, jetzt könnte ich selbst mit Diddy hier failen. Ich hoffe es nicht, weil im Normalfall kann ich den, aber wie gesagt, es kann passieren. Ja genau, diese vier Special Prizes von den vier Endbossen brauchen wir eben, um zum finalen Level zu kommen. Ah, schade. Ja, da hat man es dann meistens vermasselt, wenn man dann mal so ist. Wow! Also wenn mich der Felsen getroffen hätte, hätte ich neu starten können. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich kann jetzt schon neu starten. Weil ich ziemlich weit weg bin von ihm. Und man den eben ziemlich schwierig wieder einholt. Vielleicht mit dem. Ich weiß noch nicht, es hält ihn auch nicht lange fest. Nein, er fällt mir an der Bahn ab. Ja, das kann ich neu starten. Man muss dann nämlich vorne sein, da oben. Ja, da kann man ihn sehr schwer überholen. Oder zumindest in der Nähe sein. Ich war schon ziemlich weit weg. Ja, zerquetsch mich hier nicht zu Beginn. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, ist halt so ultra schnell hier. Ah, perfekt. Und jetzt bin ich vorne. Jetzt hier diesen Schuss mitnehmen. Aber ich glaube, er kommt gar nicht mehr vor. Oder holt er mir nochmal ein? Das weiß ich jetzt nicht. Sollte er, glaube ich, nicht mehr hier.
Ab hier sollten wir circa gleiche Geschwindigkeit haben. Nein! Boah, Gott sei Dank nicht gegen die Palme gefahren. Das hätte mir jetzt den Sieg gekostet, falls ich es jetzt schaffe. Da bin ich Gott sei Dank jetzt auch nicht dagegen gefahren. Einfach. Durch jetzt nicht an die Palme. Diese einen Palme waren nämlich noch ziemlich schwierig. Boah, und diese. Und der auch vorbei. Yes, und Sieg. Perfekt. Hat ja ganz schnell geklappt. Jo, werde ich machen. Die Trophy Challenge. Nochmal der Abschluss. Also sozusagen ein Grand Prix, den man fahren muss dann. Über alle vier Strecken jetzt. Ja genau. Du hast one piece of the magic amulet. Drei mehr und wir, ja, werden erfahren, was dann passiert. Trophy Race. Round 1, Ancient Lake. Ach, werde ich gucken, ob ich den einen Ballon schon habe. Und wenn nicht, werde ich den halt einsammeln und dann sehen wir uns in Welt 2 wieder. Aber in Welt 2 werde ich wahrscheinlich jetzt im nächsten Part etwas anfangen. Das hier dauert schon noch ein bisschen. Ah. Fail. Ah, ist kein Problem. Das ist halt ziemlich einfach, wenn man einen guten Fahrer hat. Und wenn man selbst ein ziemlich guter Fahrer ist. Hä? Ich dachte, ich habe ein Ding. Den Ballon. Deswegen habe ich schon auf Z gedrückt. Wenn man kein Item hat, dann hupt man nämlich auf Z. Ja. Aber jetzt. Okay, wenigstens in der letzten Runde. Dafür fahre ich an dem Block auf dem Ballon vorbei. Aber Sieg. Wie ihr seht, sie sind hier schon besser. Ich überrunde hier keinen mehr, aber sie sind hier eigentlich trotzdem kein Problem. Oh, perfekt. Das Punktesystem, das heißt, man kann hier auch 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. werden. Es ist egal, du musst nur insgesamt dann halt Erster sein. Also es ist hier komplett egal, mit wie vielen Punkten man gewinnt. Man muss nur insgesamt Erster sein. Aber ich werde halt schon versuchen, immer Erster zu sein. Zumindest jetzt in der ersten, zweiten Welt. In der dritten soll es auch noch funktionieren. In der vierten schätze ich mal auch wenn es schwierig wird. Und in der letzten, ja, könnte es sein, dass ich halt ein Rennen oder so verliere mal. Aber das macht dann auch nichts. In der finalen Welt gibt's, ich glaube, das gibt's, da gibt's das Trophy Race, aber da kommt erst der Abspann zuerst. Also man hat es zuerst durchgespielt und kann dann nochmal das Trophy Race gleich machen oder so. Ah, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viele vorwegnehmen. Ich habe selbst jetzt keine Ahnung, wie es genau ist. Schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal durchgespielt habe, aber ja. Ich habe es halt schon ein paar Mal durchgespielt gehabt. Deshalb weiß ich, wie alles funktioniert und ich fahre da rein, das war klar. Konnte ich jetzt nicht mehr ausweichen. Also auch kein Problem, bei dem Vorsprung kann man sich das leisten. Weil diese Beschleunigung, diese grüne Beschleunigung, die ihr hier jetzt seht, die braucht man sogar für spätere Level, weil es ansonsten ziemlich schwierig wird. Weil sie es ansonsten sehr schnell wieder aufholen. Und für den letzten Endboss braucht man die auf jeden Fall, weil ohne den geht's meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach geht's nicht ohne den. Der allerletzte Endboss.
Also der allerletzte Endboss kommt ja auch zweimal, so wie jeder andere Boss auch. Und bei beiden Male braucht man den. So, 18 Punkte, jetzt sind schon 6 Punkte vorne. Seit wenn wir jetzt beide Male Zweiter werden würden, würde das schon reichen. Weil bei Punktegleichheit würden wir auch gewinnen. Aber darauf sind wir nicht aus. Wir wollen das schon eindeutig gewinnen. Nice, dass ich da durchgefahren bin, ohne einen Ballon mitzunehmen. Das muss man auch immer erstmal schaffen. So. Jetzt mal Schutzschild mitgenommen. Perfekt. Dieses Abstoppen hilft bei solchen Charakteren wirklich viel. Ich hole meinen eigenen Schuss fast wieder ein. Ich sehe, wo er explodiert. Ah, okay. War fast den 8. eingeholt. Und das bei einem Trophy Race, das ist schon. Ja. Das ist schon gar nicht so einfach. Round 4, Hot Tub Volcano. Okay, es wird dann doch das letzte sein. Ja, mit schon fast 22 Minuten. Aber wie gesagt, den einen Ballon draußen, falls ich den wirklich vergessen habe, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den gesammelt habe im letzten Part, werde ich den noch einsammeln. Nicht damit ich das vergesse, weil ich werde dann auch gleich keinen Part mehr aufnehmen heute. Nicht, dass ich das bis zum nächsten Part vergesse. Wahrscheinlich Kroko. Naja, so ist es halt, wenn man den grünen Boost hat. Da zieht man den Gegner davon. Wow. Und das ist auch gut so. Hab zwar ein bisschen wenig Bananen, wie man gerade sieht. Dass Kroko mich hier fast wieder einholt. Weil er eben den Top-Speed hat von allen. Nur halt scheiße zum Fahren ist. So. Sehr schön, noch eine Banane. So. Und da jetzt noch ins Ziel und das war's. So, da brauchen wir nicht kein Gas mehr. Und Ziel. So. Perfekt. 36 Punkte. Maximum. Damit kommt man eben solche Trophäen. So. Das heißt, wir gehen jetzt raus und ich glaube, wir fordern jetzt sogar noch zu einer zweiten Challenge. Zu der Hovercraft Challenge. Ja. Nachdem wir uns gleich die Hovercraft Challenge müssen wir die halt auch noch abschließen. Die finde ich die schwierigste. Weil ich eben mit so einem Hovercraft fast nicht umgehen kann. Wenn man da drüber springt, erkennt er das manchmal als Cheating und beendet das. Deshalb führt sich dann nicht so viel ab immer. Normalerweise nicht, aber ich habe schon ein paar Mal gehabt, dass er das als Abkürzung gezählt hat. Und ich daher das Ganze verloren habe. Deswegen mache ich jetzt nicht mehr, weil ich eh extremen Vorsprung habe. Ich weiß noch, früher als Kind hatte ich da immer die Probleme, aber ja, seit ich das Spiel einigermaßen drauf habe, ist auch diese Hovercraft Challenge kein Problem mehr. Und die Flugzeug Challenge war am Anfang immer ein Problem, ja, also bevor ich wusste, dass man hier so eng um die Kurven fliegen kann, weil da ist diese Kurve, die man, natürlich zeige ich dann, welche Kurve ich meine.
kommen eh gleich dahin. Die Kurven sind ja alle noch ganz halbwegs normal zu fliegen. Und dann eben hier, wartet, hier eben die Kurve da vorne jetzt, von da so rüber, so eng rüber, ist mit dem Flugzeug nicht zu nehmen, außer man fliegt so eng die Kurve. Ansonsten würde das fast gar nicht gehen. Und ja, somit haben wir die Challenge geschafft. Er gibt uns wieder einen Ballon. Den wir erstmal hinterher müssen. Mit dem Hovercraft ist das schwieriger, aber ich habe ihn. So, dann gib mir du bitte noch das Flugzeug. Change Vehicle, Plane. Und dann bin ich mal weg. So. Zwar da drüben, glaube ich, habe ich. Ah, hier war keiner. Das war gleich in der DS-Version. Dass hier ein Ballon war. Hatte ich das gerade verwechselt. Egal, dann geht's im nächsten Part in die zweite Welt. Und ja, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Also, bis dann und auf Wiedersehen.